Moin, Jan von Walk on the Wild Side. Willkommen aus der Eifel, wo uns die liebe Christina Bauer auf ihren Campingplatz Ruhrsee eingeladen hat. Wir sind hier auf dem Campingflohmarkt, wo die Christina Subs gebrauchte Boote anbietet, aber auch ganz viel Campingbedarf von unterschiedlichen Herstellern. Und wir freuen uns auch nächstes Jahr hier wieder im letzten Augustwochenende zu Gast zu sein. Ja, und warum liegt die Matte hier? Kleines Malheur ist passiert auf dem Campingplatz. Ich bin heute Morgen auf dem harten Boden aufgewacht und die Matte war kaputt. Aber gar kein Problem, da nutzen wir doch direkt die Gelegenheit und testen das neue Expert Field Repair Kit. So, hier haben wir das gute Stück, ganz schön ordentlich eingerissen. Ich habe euch das mal mit Edding vorher markiert, damit man das besser sieht auf dem Bild. Und das ist schon ordentlich für so ein Repair Kit, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es das packt. Denn wir haben hier jede Menge dabei. Einmal den Aquaseal UV als Kleber, dann natürlich die UV-Lampe zum Aushärten, Patches zum Aufkleben hinterher auf der Stelle, damit die Stelle vor Abrieb etc. geschützt ist, eine Anleitung und ganz wichtig vorab Alkoholpads, damit die Stelle auch wirklich sauber ist, der Kleber gut haftet, sind auch ausreichend dabei. Genau, und dann würde ich sagen, legen wir mal los. So, dann schauen wir mal, dass wir die Matte wieder dicht kriegen und fangen als erstes damit an, die betroffene Stelle zu reinigen, damit der Kleber auch vernünftig hält. Dafür sind ausreichend Alkoholpads mit dabei. Das heißt, ihr könnt, auch wenn ihr zwei Löchlein habt, damit noch vernünftig die flicken. Lieber ein bisschen großzügig als zu wenig. Genau, das Ganze lassen wir natürlich ein bisschen abtrocknen, damit keine Feuchtigkeit mehr auf der Stelle ist. Jetzt ist auch der ganze Alkohol verdampft und wir können anfangen, den Kleber, den Aquaseal UV, der hier schon in rauen Mengen rausspratzt, aufzutragen. Schön großflächig drumherum achten, dass es nicht einläuft in die Isomatte. Könnt ihr ruhig ein bisschen außen drumherum, schadet der Matte nicht, dass es auch wirklich dicht ist. So, das sollte jetzt reichen. Und dann kommt das wirklich Besondere daran, die UV-Lampe, die uns verspricht, dass die Matte mit höchstens 30 Sekunden Wartezeit zum Aushärten wieder einsatzfähig ist. Und ob das stimmt, probieren wir jetzt mal aus. Dafür halten wir die Matte einfach hier über den Kleber drüber und gehen schön an unserer Klebebahn entlang. Bei so großen Flicken kann es natürlich ein bisschen länger dauern, ne? Also lasst euch Zeit, bevor das jetzt wieder aufreißt, dass das schön ausgehärtet ist. Wir kleben natürlich sicherheitshalber gleich auch nochmal einen Flicken drüber, damit der Kleber sich nicht wieder abreibt. So. Gucken wir mal. Ja, ein bisschen muss er noch. Da zahlt sich Geduld dann am Ende aus. Und es geht allemal schneller als mit einem bekannten Seam Grip. Man kennt das ja, wenn man schon mal bisschen warten musste darauf, dass seine Matte wieder mit Luft gefüllt werden kann. Da vergehen schon mal gerne ein paar Stunden und man schläft auf dem harten Boden. Mein Vorteil war jetzt heute Nacht, ich hatte hier noch die Double Mat Eva Zote mit. Die habe ich mir dann einfach gefaltet und drunter gelegt. Hier jetzt, damit nicht noch ein Loch mit reinkommt, untergelegt als Untergrund. So, jetzt müsste es aber, ja. Und es ist wirklich richtig schön hart. Dann noch schnell ein Flicken drauf. Uiuiui, da können wir gar nicht mit einem arbeiten, da brauchen wir sogar zwei Stück. Hat die Matte echt ganz schön mitgenommen. So. Ah, das war wieder viel gemacht. Zap. Schön feststreichen. Wie gesagt, die Matte ist auch ohne Flicken dicht. Aber eben damit der Abrieb, weil
Das ist jetzt die Oberseite, da liegen wir drauf. Im Schlafsack oder auf der Unterseite im Zeltboden nicht stattfindet und die reparierte Stelle ein bisschen geschützt ist. Mit einem großen Flicken auch noch, sicher ist sicher. Denn wir wollen ja nicht direkt wieder ein Loch haben. So. Was ganz interessant ist bei dem Kleber noch, wenn ihr jetzt am Tag unterwegs seid, ich meine, wenn es dunkel ist, funktioniert das sogar super. Am Tag könnt ihr die Matte auch einfach für 5 Minuten in die Sonne legen, direkte Sonneneinstrahlung, dann härtet der Kleber auch aus, ist also auch deutlich schneller als das normale Seam Grip. Ja, und in der Nacht, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Wie lange geht das Video? Ne? 10 Minuten oder so, dann könnt ihr euren Schlafsack wieder draufwerfen, einschlafen und steht am Morgen wieder entspannt auf. Ob das Ganze jetzt wirklich funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an und pumpen die Matte auf. Dafür gehen wir mal rüber zum Ventil. Ja, netterweise hatte ein Kumpel noch einen Expert-Pumpsack für seine Matte dabei, denn ich habe meinen schön im Trockenen zu Hause gelassen. Und wir haben festgestellt, ist kompatibel, funktioniert wunderbar. Das heißt, es geht jetzt auch schön flott. Wir müssen die Matte nicht irgendwie mit aufpusten oder sonst was. Normalerweise kommt die Nimo-Matte natürlich auch mit dem Pumpsack mit. So, das sieht doch schon ganz gut aus. So, das sieht doch schon richtig gut aus, als ob wir da gleich drauf liegen könnten. Noch einmal das letzte Feintuning. Ja, et voilà. Die Matte ist wieder aufgepumpt. Jetzt schauen wir mal, ob es wirklich dicht ist, was wir da so verzapft haben. Ja, also hier können wir richtig schön reindrücken und das bei der Größe des Risses. Ich meine, ihr seht ja meine Hände daneben. Das sind schon einige Zentimeter, dann noch so ein L-Riss. Das ist schon ziemlich beeindruckend, was dieser neue UV-Kleber kann. Ja. Und auch mein komplettes Gewicht hält die Matte aus. Ja. Wir bedanken uns beim Camping Ruhrsee, dass wir hier sein durften, freuen uns bereits aufs nächste Jahr, auf den Outdoor-Flohmarkt. Und bevor ich jetzt ein Nickerchen mache, würde ich mich super freuen, wenn ihr den Kanal noch abonniert. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, klickt natürlich gerne auf die Glocke. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder wissen wollt, was wir hier verwendet haben, schreibt uns etwa in die Kommentare oder guckt mal in die Videobeschreibung. Da haben wir alles nochmal für euch aufgelistet. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich hole die Stunden der Nacht nach. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.